Ja, versuchen wir mal, ob man uns hört. Ja, Marc, wir hoffen es mal, ne? Also wir haben schon einen Daumen hoch gekriegt vom Redi. Und dann legen wir einfach mal los heute zum Playdown-Spiel. Handball, dritte Liga in der bundesweiten Fünfergruppe. In der HSV Barue sind hier heute Gastgeber, in der Lemgo Lippe der Unterbau ist heute der Gast. Und darum wird es heute gehen, nochmal eine Ausgangsposition verbessern zu können für HSV. Und für die Gäste aus Ostwestfalen, die können sogar heute Tabellenführer werden in dieser Fünfergruppe. Also für beide Teams sowas wie, ja, vorentscheidender Charakter. Dieses Spiel, wie eigentlich jedes Spiel, heute muss ein Sieg her für Bayreuth. Lemgo könnte sich einen Ausrutscher leisten. Das wollen die aber sicher nicht. Ne? Ja, mit Sicherheit nicht. Also diese Liga ist ja sehr, sehr ausgeglichen, also diese kleine Play-Down-Liga. Ich hätte gedacht, dass das schon viel früher durch ist, dass da Mannschaften mit 3-4 Siegen schon weg sind. Aber man sieht, dass die erstaunlicherweise über die Ligen hinweg ein sehr ähnliches oder gleich gutes Niveau haben. Und deswegen bleibt es relativ lang auch spannend und für sehr viele Mannschaften wirklich noch ein Ziel oder die Möglichkeit, drin zu bleiben. Nur Flensburg ist abgeschlagener Letzter. Die haben definitiv überhaupt keine Chance mehr. Nur ein Pluspunkt. Aber alle anderen Teams, 4 Teams haben noch die Chance, drin zu bleiben. Kirchzell im Moment an 1. Lemgo Lippe kann das theoretisch heute werden. Thank you.
Spieler auf uns zu weisen. Das wäre heute in der Halbzeit. Unsere Waldmedizin kurz beglückwünschen wollen für die Meisterschaft in der bezirksübergreifenden Oberliga. Die Mädels werden sich dann in der Halbzeit den Zuschauern präsentieren. Thank you.